Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir knüpfen mal direkt an die letzte Folge an. Ich habe ja vorhin, also letzte Folge, noch gerade eben eine neue Ausstellung angeschmissen. Habe aber gerade gesehen, also der Rest müsste schon passen, aber Gulasch habe ich hier natürlich nicht als Endprodukt, sondern hier kommt ja nur das Dosenfutter an. Deswegen schicken wir den hier gerade mal los Richtung Giesing, um dort Gulasch einzusammeln. Das sollte relativ fix gehen. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch hier so Gutes tun können. Okay, wir haben ja auch in der letzten Folge hier dieses Varieté und die Uni hier noch hingestellt. Dann könnte man natürlich bei diesem Viertel mal so ein bisschen bleiben und hier in dem Bereich ein bisschen weiter basteln. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Idee. Ich hätte ganz gerne, würde ich diesen Patch hier noch voll machen, auch mit diesen netten Grundstücken, weil mir das einfach ganz gut gefällt. Deswegen bauen wir da einfach noch ein paar mehr von denen hin. Beginnen erstmal mit Bauernhäusern und das würde ich schon ungefähr genau so weitermachen wie bis hierhin. So, und nochmal ein Bauernhaus. Vielleicht kriegen wir das ja sogar einigermaßen symmetrisch alles gebacken hier. Das scheitert jetzt wahrscheinlich hier an dem letzten Grundstück, oder? Na, wobei. Perfekt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann aber hier nochmal drei weitere sehr exklusive Immobilien. Und das müssen wir jetzt natürlich hier noch ein bisschen ausstatten. Was haben wir denn noch so alles zur Verfügung? Hecken, Mauern und dergleichen mehr. Um die Grundstücke schön einzugrenzen. Dann würde ich hier, glaube ich, wieder mit einer Hecke was machen. So und so und so. Und dann brauchen wir noch die Eck- und Endstücke. Dann noch ein bisschen Gartendeko dazu. Und dann haben wir hier schon ein ganz nettes Viertel geschaffen. Grünwald, sozusagen. Das Grünwald von Crown Falls. Dann nehmen wir mal die halbhohe Mauer. Ich meine, das sind zwar eigentlich, sollen das ja Industrieornamente darstellen, aber ich finde, das passt schon sehr gut, um so ein bisschen hochwertiges Grundstück einzuzäunen. Denn bekanntlicherweise, je mehr Kohle die Leute haben, desto höher sind die Mauern, die außenrum sind, um ihre Grundstücke. So, und das letzte Grundstück. Ah, Moment, hier fehlen noch irgendwie die Endstücke. Und das letzte Grundstück, was machen wir mit dem? Gehen wir es nochmal durch. Also die Bauern, die haben überhaupt gar keine Zäune zur Verfügung. Bauernzäune, doch, Moment. Steht hier zumindest Bauernzäune, aber hier, ich sehe hier keinen Zaun. Wir könnten auch mit dem Gebüsch außen rum gehen, oder? Wäre vielleicht auch ganz nett. Naja, aber eigentlich auch nicht. Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Dann nehmen wir irgendwas anderes. Ein paar mehr Zäune könnte das Spiel noch vertragen. Ein paar mehr Zäune. Was haben wir denn noch? Ah, habe ich den schon genommen? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Haben wir den hier schon irgendwo verbaut? Diesen geraden Zaun. Das ist der nicht, oder? Oder ist es doch? Doch, das könnte schon sein. Nee, das ist der Holzzaun, genau. Der im Übrigen auch ganz nett aussieht. Aber ich glaube, den haben wir noch nicht benutzt. Dann nehmen wir den hier natürlich. Zeitung erscheint. Da werfen wir gleich einen Blick rein. Okay, der sieht nicht schlecht aus. Wie schaut's denn aus? Bilderbuch, Gesundheit, Architekturausstellung beendet. Kaum noch Obreros. Ja gut, das Problem haben wir ja schon getackelt. Sollte also passen. Veröffentlichen und tschüss. Oh ja, der sieht aber nicht schlecht aus. Der passt gut zu so ein bisschen hochwertigeren Grundstück. Das geht in Ordnung. Okay. Naja, so ein Torbogen. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das werden wir noch ein bisschen umbauen hier. Willy kann mich mal. Dann nehmen wir hier mal so eine Zaunverbindung. Wenn ich was sehen würde wegen dem blöden Baum, der da im Weg ist. Okay, so. Dann so ein Torbogen hier mittig rein. Dann haben wir praktisch im hinteren Gartenbereich nochmal so einen kleinen abgetrennten Bereich, was mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Das wird direkt ein bisschen aufgewertet. Die kriegen natürlich gepflasterte Einfahrten, ganz klar. Passt.
Nun ja, und dann noch ein bisschen Dekokram dazu, nicht wahr? Da haben wir doch noch so ein bisschen was im Angebot hier. Vielleicht sogar ein bisschen was Protziges. Eine Gedenkstätte im Garten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht eine Reiterstatue? Ist das zu protzig? Ich sollte mein Geld nicht in Ihre Insel stecken, ich weiß. Aber Lost Mill mal wieder. Machen wir es symmetrisch. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss? Wie kann das denn sein? Okay, ich baue mal schnell hier fertig, dann werden wir uns mal kurz um diese kleinen Nebenstränge kümmern. Aha, sie will ihre Insel zurückerobern. Ja, das werde ich zu verhindern wissen. So, Pavillon kriegt ihr hier drüben vielleicht noch. Okay, wir machen gleich weiter. Schauen wir uns das mal an. Achso, das wird sich sowieso gleich in Wohlgefallen aufgelöst haben. Ich habe ja hier ein paar Schiffchen abgestellt, um eben genau das hier zu verhindern. Der vielleicht eine ganze Flammenwerfer zur Hand. Ja, zurück dazu. Kurzer Auftritt, Frau Harlow. Ich verfüttere dich an die Haie. Ja, da bin ich gespannt, wie du mich an die Haie verfütterst. Alles klar. Und dann war hier drüben ja noch ein bisschen was zu tun. Zwei Mausklicks, um genau zu sein. Und hier können wir noch irgendjemanden reinwinken. Was haben wir hier? Oh ja. Auf jeden Fall wieder maximale Ausbaustufe legendär. Ermenegilda, die Merkante. Expertin für Export. Bewegungsgeschwindigkeit plus 20 Lade. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist gut für die großen Handelsschiffe. Das ist gar nicht. Das ist sogar ziemlich gut. Können wir das vielleicht sogar gleich an irgendein Handelsschiff dran bauen? Ich meine, die haben alle nur einen Slot hier. Ist vielleicht gerade. Ja, der kriegt den, ganz klar. Einmal einsortieren. Das war die hier drüben, oder? Genau. Ja, sehr schön. Dadurch ist der natürlich deutlich schneller unterwegs. Kann schneller B und entladen. Gar nicht schlecht. Hat sich gelohnt. Okay. Können wir alles löschen und zurück zu den hochwertigen Grundstücken. So. Oh, das geht natürlich auch. Das habe ich hier noch gar nicht gemacht. Wir können tatsächlich so einen fetten Garten hier reinquetschen. Ja, das machen wir. Sehr schön. Und vielleicht sogar so einen statt den Pavillons, oder? Ich meine, das ist jetzt natürlich schon ordentlich protzig hier, aber warum nicht? Ja. Gefällt mir, ehrlich gesagt, erstaunlich gut. Okay, den Rest noch mit Grünzeug auffüllen und dergleichen mehr. Was haben wir hier noch so? Springbrunnen kriegen wir jetzt hier nicht mehr. Ja, wobei. Warum nicht? Wer Co, der Co, sagt man in Bayern. Immer schön zeigen, was man hat. So, was waren hier noch so dabei? Fässern. Ja gut, der Rest ist eigentlich eher ungeeignet für einen Garten. Wobei so ein Schuppen ist schon eigentlich auch ganz cool. So als Geräteschuppen. Ah, ich weiß nicht. Nee. Lieber noch ein paar bisschen zurückhaltendere Geschichten. Apfelbäume, natürlich. Apfelbäume brauchen wir hier. Ganz klar. Ja. Dann hier wird der Rest Grünfläche. Hier kommt auch noch ein bisschen Grünfläche dazu. Und aber auch noch mit ein paar Blumenbeeten kombiniert. So in die Richtung. Wahl der Wahl. Laubbäume. Stinknormale Laubbäume. Passt. Ah, ist doch nicht so schlecht, oder? Relativ mühsam zu bauen, aber wenn man das immer mal wieder zwischendurch macht, dann könnte man auch dieses ganze Ding hier noch einfach mit diesen hochwertigen Grundstücken voll machen. Oder vielleicht sogar auch nochmal in diese Richtung hier rüber gehen. Würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. So, aber das ist mir noch ein bisschen so ein Dorn im Auge. Dann machen wir das hier auch noch voll. Was haben wir hier noch eigentlich noch für eine Warnmeldung? Journalierung, Arbeitskraft. Ja gut, das muss jetzt einfach ein bisschen... Das dauert halt ein bisschen, bis die Bananenmaßnahme dort Wirkung zeigt. Vielleicht sogar nochmal ein paar von diesen schönen Gärten hier reinziehen. So, oder? Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt.
Was haben wir denn sonst noch so? Oh ja, das passt gut. Und dann würde ich auch gerne noch ein bisschen pflastern, glaube ich. Malerische Plaza, ja, gar nicht so schlecht, aber nicht so ganz das, was ich gesucht habe. Ja, genau. So. Und so. Und den Rest. Pavillons an den Ecken hier drüben. Piazza-Bänke hier entlang. Ja, machen wir es doch gleich so. Zeitungsstände. Bauen wir hier mal zwei hin. Kleines Denkmal hier drüben. Und ein paar Brunnen können auch nicht schaden. So, dann ein paar Bäume dazu und den Rest einfach mit Liegewiese auffüllen. Zitterpappeln nehmen wir da. Ja, so in der Richtung, glaube ich. Ein bisschen was Buntes noch dazu. So, und wo war die Liegewiese nochmal einsortiert? Ich glaube bei den Bauern. Also Liegewiese, einfach nur das stinknormale Gras halt in dem Fall. So. Da ist es ganz ordentlich. Dann pflanzen wir hier noch ein paar Bäumchen. Schön in Reih und Glied. Langsam kriegt die Geschichte ein Gesicht. So, Blumenbeete dazu und dann war's das schon. Okay. Das kann man auf jeden Fall erstmal so stehen lassen. Wird doch, oder? Also ist alles nicht so verkehrt hier. Ganz im Gegenteil. Na schön, Ich fühle mit jedem. Was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, die Arbeitskräfte hier nochmal kontrollieren, hier drüben in der neuen Welt, ob sich da jetzt schon was getan hat. Das müsste ja schon längst eigentlich irgendwie einen Effekt zeigen. Okay, Arbeitskräftemangel haben wir aktuell keinen. Schaut es mit den Bananen aus. Bananas hat deutlich zugenommen und auch hier, das nimmt leicht zu. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen nachbessern. So ein ganz klein wenig. Wo haben wir denn die ganzen Küchen konzentriert? Irgendwo hier drüben. Und ich glaube, dass die auch alle beeinflusst werden. Wo sind denn meine Küchen? Sieht irgendjemand die Küchen? Ah, hier drüben. Und die müssten auch alle eigentlich hier durch die Handelskammer beeinflusst werden, oder? Minen und Steinbrüche, Minen und Stein... Oh! Ja, ist natürlich überschaubar, aber ja gut. Ja, kann man schon so lassen. Radius ist groß genug, dann stellen wir hier nochmal zwei Küchen dazu. Und dann passt das schon. Das Problem sollte erstmal weg sein, denke ich. Oh, das ging sich auch genau gerade so aus mit der Journalero-Arbeitskraft. So, sollen wir die tatsächlich auch mal kurz reinlassen? Einen Matrosen. Hau ab, komm. Schleich dich. Ah, Moment, genau. Die eine Geschichte hier noch mit dem... Das Gulasch müssen wir ja noch abholen hier in Giesing für die Weltausstellung. Wo haben wir denn das Segelschiff, das Luftschiff? Das war der hier dann wahrscheinlich. Jetzt ist der sowieso gerade in Little Wallet. Dann sollen wir doch mal schauen, was der Kollege hier gerade noch so zu bieten hat. Vielleicht... Ist ja irgendwas dabei, was uns gerade gefällt. Ja, 2 und Co. ist jetzt eigentlich aktuell kein Thema, um das ich mich kümmern möchte. Beeinflusst Kraftwerk. Ja gut, das ist überschaubar. Was da natürlich nett wäre, wäre irgendein Item, was die Reichweite des Kraftwerkes erhöht. Da habe ich aber jetzt auch bewusst noch keins gesehen. Ja, sonst irgendwas Cooles dabei. Ab episch aufwärts. Nee.
Das ist auch witzlos, oder? Ich meine, um die Krankenhäuser zu boosten. Also habe ich absolut keinen Bedarf dafür bislang entdecken können. Und der Rest, Hochradwerk, Halle, Nähmaschinen, packen wir mal ein. Ich glaube zwar, dass ich den schon habe, aber kann nicht schaden. Den nehmen wir einfach mal mit. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, aktuell keinen ernsthaften Bedarf für irgendwas. Nee, nee, also ab nach Giesing. Und da müssen wir sowieso mal schauen, haben wir hier überhaupt genügend Gulasch einlagern? Sonst muss ich vielleicht die Produktion mal kurz stoppen. Schauen wir mal. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Was macht er hier eigentlich? Das ist ein anderes Luftschiff. Die sind alle untätig. So, Gulasch. Oh, das sieht gut aus. Okay, alles kein Problem. Dann nehmen wir jetzt aber trotzdem das andere Luftschiff. Sofern es denn sich mal herbequemt. Da drüben ist er. Flotte bereit. So, einmal hier rüber bitte. Und einmal ordentlich Gulasch einladen. Ah, jetzt weiß ich natürlich... Ah, ich weiß nicht mehr, wie viel Gulasch gefragt ist. Jetzt mal schnell nachschauen. Nicht, dass wir da jetzt zu wenig mitnehmen, weil der eine Item-Slot verlegt ist. Schauen wir mal, wie viel Gulasch wird benötigt. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Sollte noch reichen, oder? 110. Das sind nicht ganz 3 Slots. Okay, das passt. Dann machen wir das Luftschiff einfach mit Gulasch voll. Und dann passt das schon. Höhe stabil. So. Einmal schön die Ladeluken mit Gulasch füllen. Achso, der hat ja sowieso 50, kriegt er unter. Okay, alles gut, kein Problem. Nimmst du alles mit, bitte, und einmal, einmal hier hin. So. Weil wenn ich es richtig gesehen habe, dann kriegen wir diese Ausstellung auf jeden Fall auf maximale Attraktivität. Das sollte wohl kein Problem sein. Der Rest ist, glaube ich, schon voll, ne? Ja, genau. Kaffeefälle und so weiter. Ja, sehr schön. Dann fehlt jetzt nur noch das Gulasch und dann haben wir den auf 800. Weil die Items beim letzten, die waren schon echt nicht schlecht. Können wir die eigentlich schon irgendwo zur Anwendung bringen? Hier ist doch auch noch irgendwo eine Handelskammer und ich glaube... Ja, schaut mal her, da ist ja noch jede Menge Platz drin. Was haben wir denn hier alles im Radius? Die Brauereien zum Beispiel. Okay, interessant. Und aber auch die Bäckereien. Hm. Haben wir da irgendwas Geeignetes? Ich meine, der hier ist, glaube ich, halt... Ah, nee, Moment. Das ist Geschützfabrik, Motorenfabrik, Dampfwagenfabrik und so weiter. Also eher die Luxusartikel, Zigarrenmanufaktur bringt uns nichts, Stahlwerk etc., Holzfäller, Köhler, Dampfwagen, alle Getränkehersteller. Das wäre doch dann hier die Brauerei. Dann kloppen wir den da direkt mal rein. Produktivität plus 50, das ist natürlich sehr, sehr gut. Nicht schlecht. Und das ist ja auch so ein generelles Item. Oxfords Elektroglocke. Episch. Arbeitskräfte minus 40, Unterhalt minus 20. Nehmen wir auch mit dazu. Oh ja, das ist jetzt ordentlich hochgegangen hier. Ja, nicht schlecht. Okay. Ja, lohnt sich schon bisweilen, diese Wissenschaftsausstellungen über die Bühne zu bringen. Es ist nicht so schlecht. Na gut, wir können auch eigentlich mal wieder die Tageszeit hier ein bisschen laufen lassen. Ne? Mache ich auch viel zu selten. Dann schauen wir mal. Dann warten wir noch, bis das Luftschiff hier drüben ankommt. Ne? Das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Und dann bringen wir die Ausstellung noch zu Ende, beziehungsweise füllen dort alles auf. Da ist er gerade losgeflogen, oder? Das wird der sein. Genau, der hat das Gulasch dabei. Also um schnelle Überfahrten, also schnelle Kurierfahrten zu erledigen, um mal irgendwie Baumaterialien oder Werkzeuge oder irgendwas irgendwo hinzubringen, oder eben in dem Fall Gulasch, sind die Luftschiffe schon mit Abstand am besten, ne? Und das sag ich als Eisenbahnliebhaber. Man könnte ja theoretisch auch, das ist ja hier alles auf demselben Kontinent, auf derselben Landmasse, theoretisch könnte man hier auch eine Eisenbahn verlegen. Aber das ist natürlich... die blanke Theorie und wird es wohl auch bleiben. So. Ihr Schiff das Luftschiff. Von der da. Überfahrt zurück. Luftschiff. Ausgezeichnet. Dann
einmal den Schnellgang einlegen, Gulasch über dem Hafen auskippen und sich auf eine maximal attraktive Ausstellung einstellen. Ist übrigens, wenn ich das anmerken darf, schon erstaunlich lange nichts mehr in die Luft geflogen oder irgendwie abgefackelt oder so. Wundert mich nur. Also bin ja ganz froh, wenn es nicht so ist, aber es wundert mich. Steuer. Gerade in der Arktis, das ist echt schon lange her. Normalerweise diese ganzen, die Gasförderungsgeschichten, das fliegt mir normalerweise regelmäßig um die Ohren. Ist echt schon lange nicht mehr passiert. So, wie viel Zeit haben die jetzt noch hier mit der Ausstellung? So langsam. Ah, easy, oder? Das kriegen die locker noch hin. Schau mal, wie lange dauert denn das, bis die hier anfangen zu transportieren. 150 verfügbar, 110 werden benötigt. Sieht man das eigentlich? Das müsste man doch theoretisch sehen. Und die holen das ja beim nächstgelegenen Lagerhaus, glaube ich, oder? Und die habe ich ja hier drüben, da habe ich extra noch eins stehen lassen. Hier drüben ist auch noch eins. Ach, genau. Das ist tatsächlich der Kurier von der Wissenschaftsausstellung. Na, wo ist er? Da. Da bringt er das Gulasch. Okay, ausgezeichnet. Wir vertreten uns abschließend noch ein ganz klein wenig die Beine. Sonne geht auch bald unter. Guter Zeitpunkt, Feierabend zu machen. Blick aufs Gebirge. Sehr schön. Der hat mehr Gulasch dabei. Kann man den eigentlich auch übernehmen? Das geht hoffentlich nicht, weil es wäre ein bisschen bescheuert. Na gut. Wir fahren in den Feierabend. Wir reiten in den Feierabend. Lassen uns nochmal kurz hier vielleicht Richtung Hafen runterblicken bei der Gelegenheit, wenn wir hier gerade schon auf dem Karren sitzen. Hier mal durch die Nebenstraßen durch. Laternen sind bereits angegangen. Aber wollen wir den Feldweg vielleicht gerade noch abreißen? Das ist ja wirklich nicht, kann man sich ja nicht mit anschauen. Das tut mir leid, dass ich das übersehen habe. Habe ich da noch mehr Feldwege übersehen hier mitten im Innenstadtbereich? Das ist eigentlich auch, das sollte eigentlich auch nicht so sein hier, ne? Ziehen wir auch einfach nochmal eine Straße durch. Da gehört eigentlich auch noch eine Straße hin. Und hier fehlt eigentlich auch noch eine Straße. Asche über mein Haupt. Natürlich jetzt aus der Vogelperspektive auch ein bisschen besser zu erkennen. Also Feldwege gerne auch als Stilmittel, die sehen ja schon ganz nett aus, aber hier so im Innenstadtbereich macht das eigentlich wenig Sinn. Das ist nicht gut. Das wäre ein Punkt, da wäre ich als Investor unzufrieden. Wenn ich irgendwie in der mega hochwertigen Behausung lebe und dann habe ich irgendwie so einen dreckigen Feldweg neben dem Haus vorbeigehen. So, ich glaube, jetzt passt das soweit, oder? Auch noch ein bisschen aufwerten. Ja, hier bei den Bauernhäusern passt das schon. Na schön, es wird dunkel. Wo kriegen wir denn hier noch gerade abschließend ein paar nette Bilder zu sehen? Ja. Ist schon cool mit dem Tag-Nacht-Wechsel. So, ein Fahrzeug. Ich brauche ein Fahrzeug. Nehmen wir den hier. Die Flammen sind außer Kontrolle. Oh, verdammt, das brennt. Machen wir in der nächsten Folge. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu löschen. So, du gibst mir mal deine Karre hier. Und dann fahren wir nochmal Richtung Hafen runter. In den wohlverdienten Feierabend. So, weg da. Einmal hier rum. Und dann geben wir den Tieren einmal die Sporen. Und rasen hier so ein bisschen durch. Da laufen die Leute nicht davon, ne? Wenn man hier voll mit dem Karren durch die Gegend galoppiert. Scheinbar nur bei den Automobilen, ne? Das scheint die hier nicht weiter zu tangieren, wenn man hier durchreitet wie ein Wahnsinniger. Ja, hier geht's nicht durch. Es sind halt nicht alle Wege befahrbar, ne?
Tatsächlich nur die offiziellen Straßen praktisch. Ja, so ein Feature hätten auch echt die ganzen alten Annos vertragen können. Gerade 1404, da wäre das echt eine schöne Geschichte gewesen, wenn man da hätte durchreiten können durch sein gebautes Werk. Ich bin mal gespannt, wenn das nächste Anno irgendwann mal rauskommt. Irgendwann in 10 Jahren oder weiß der Geier wann. Naja, so lange wird es wahrscheinlich nicht dauern. Aber wenn das jetzt so der neue Standard ist, bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommen mag. So, da wird noch ein bisschen gefeiert. An den einfachsten Behausungen vorbei, Richtung Hafen runter. Da müsste ich aber auch in dem ganzen Bereich noch mal ein bisschen... Da ist schon relativ viel Brachfläche noch, ne? Sollte ich schon auch noch mal ein bisschen was tun. Hier ist es eigentlich ganz ansehnlich. Da ist noch mal ein Stückchen Feldweg, was ich noch ausbessern muss. Aber das sieht schön aus hier. Mit den eingezäunten Gärten hier. Zum Raub der Flammen. Den Prachtgebäuden. Irgendwas ist abgefackelt. Wahrscheinlich ein halber Stadtteil. Wir werden sehen. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Na schön. Das soll es gewesen sein, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut. Ach, immer wieder cool, dieser Lichtkegel da oben. Schon lässig.